Freunde, herzlich willkommen zurück. Eine Folge Kerbach. So, der MB-Trag ist noch am Flügen. Wir fahren jetzt mal mit dem Grupper näher. Wenn der MB-Trag fertig ist, dann werden wir den MB-Trag umsetzen, wenn der fertig ist. Nächste Feld. Lass gucken. Jetzt. Und dann schnappen wir uns mal eine Seemaschine. Der Johnny haben wir uns gerade gekauft. 7710. Ein Grubber. Pass mal auf, mein Freund, wenn du anhältst und lässt mich dann hier raus, ja, dann brauchst du jetzt nicht zu huben, du Affe. Furchtbar, schlimm, schlimm. Auch gleich einen Fronter damit gekauft. Und eine Ballengabel. Brauchen wir später sowieso. So. Ey, ist schon was los auf dem Acker. Könnte eigentlich schon ein bisschen breiter sein. Könnte eigentlich schon ein bisschen breiter sein. Ich guck mal gerade. Und noch irgendwie ein bisschen Kreiselecke. Das wäre doch schon eher was. 4 Meter? 5 Meter? Ich glaube, der Grupper ist 3 Meter. Meter. Nee, komm, den. Dann, Meter. Meter ist ein bisschen. Hol mal eine Kreiselecke. Von dem Nebengepäck, weil sie groß ist, die dann 6 Meter. 5 Meter. 4 Meter. Ich würde sagen, die 5 Meter hol mal. Ah, dann ist das okay. Hier gelb. Felgenfarbe. Ach, das sind hinten die. Also, wenn man die grün mache. Wenn man die grün mache. Haben wir schon die? Das sieht doch geil aus, oder? Das ist doch. Warte mal, wenn wir den. Das grün. Und dann machen wir das. Blau. Oder wir machen es. Jo. Ich würde sagen, so können wir es lassen. Gerade so kräftig, das ist besser, ja. Ich
3 Punkte Zapfwelle. Dann könnten wir ja eigentlich auch die Sämaschine gleich mit dran machen. Dann hätten wir nämlich einen Arbeitsgang gespart. Das wäre natürlich jetzt noch geiler. Gut, der ist jetzt 5 Meter. Dann bräuchten wir eine Sämaschine, die ist aber nicht 5 Meter. Müssen wir umschwenken auf 4 Meter. Spur lockerer. Spur Anreiser. Nur Spur Rohrstabwalze. Ach, guck mal da. Zahnpackerwalze. Trapezpackerwalze. Trapezscheibenwalze. Alter, wie geil ist das dann? Also, Planänderung. Dann, was haben wir denn an Sämaschine? Wie viel an Breite machen wir es dann? Sämaschine. Sädetechnik. Vier Meter. Dann müssen wir die hier nehmen. 4 Meter. Die ist auch 3 Meter. Ja, dann müssen wir die nehmen. Für Anhänger. Standard. Ohne Spurreiser. Oh, man nehmen wir mal mit Spurreiser, sieht schöner aus. Handlauf? Oh ja, Handlauf auf jeden Fall. Alternativräder, Standard. Ja, lass mal Standard, sieht schön aus. Hier eine breite Reife. Gut, die 21.000 kaufen wir. Wir haben jetzt noch 486.000 auf dem Konto, sehr schön. Gut, dann Gruber. Dann müssen wir den kreiselige 4 Meter. Was wäre die hier? 4 Meter. So, dann machen wir Spurlockerer. Spurlockerer, Halbstoffwalze. Machen wir die. 3 Punkte mit Zapfwelle. Gischtanlage. Ne, brauchen wir den 3 Punkt. Hauptfarbe machen wir schon die hier. Das Gelb können wir lassen. Felgenfarbe. Da haben wir gesagt, nehmen wir das von. Wenn das ist ein gerade zu knallig rot. Das würde nämlich sehr schön passen. Der Case. Sieht auch nicht schlecht aus. Ah, lassen wir so. So, das haben wir auch. Laufen. Gut, Garage, dann können wir nämlich stehen. Wieder für 13.000 verkaufen. Ah, es passt. Passt. Dann brauchen wir noch ein Frontgewicht, denke ich mal stark davon aus, weil nur mit dem Frontlader. John Deere. Machen wir es denn? John Deere, John Deere ist doch. 1800. Ja, das nehmen wir. Das kaufen wir auch. Perfekt. So, dann einmal nochmal zum Händler. Gut, da hatte ich jetzt eben gar keinen Acht drauf, dass hier nur 2,5 Meter ist. Aber wie ich jetzt hier angefangen habe, schon ein bisschen. Könnte ja breiter sein. Ja, das Wetter spielt auch nicht so mit, es ist bewölkt. Sieht irgendwie noch stark nach Regen aus. Da haben wir wieder gut Geld ausgegeben heute. Jawohl, da steht alles. Ja,
perfekt. Dann würde ich sagen, lassen wir den Frontlader. Komm, den Frontlader fahren wir gerade auf den Hof. Dann stellen wir den da ab. Brauchen wir jetzt nicht. So, dann ziehen wir den jetzt gerade mal. Können wir den jetzt abstellen? Wenn ich gerade hier reinstelle. Das Wetter gefällt mir überhaupt nicht. Schaden schon. Nein. Oder hier vor fürs Schwerlastregal. Wir haben jetzt eh momentan noch nicht so viel. Gucken wir mal, wo wir jetzt hier vorne rauskommen. Ah, hier eine Kreuzung, okay. Perfekt. So, dann unsere neue Kreiselecke. Und John Deere grün. Muss ja auch alles passen. Die sieht geil aus, die Kreiselecke. Auch mit dem Dreipunkt hinten. Das ist schon klasse gemacht. Haben wir die Hydraulikschläuche, alles schön. Perfekt, ey. So, und dann brauchen wir noch Saatgut. Müssen wir uns nämlich gerade was kaufen. Was haben wir denn gerade? Ich habe vergessen, ich habe ja formatiert. Muss ich nochmal die Demo-Kacke da. Wenn ich jetzt die Knöpfe drücke, dann vibriert das Lenkrad so komisch. Und oh, das passt aber gerade so, ey. Aber nicht schön. Wenn ich hier jetzt nachher auseinanderklappe. Dann hängen die ja voll hier drin, ey. Hm. Gut, lassen wir jetzt mal so. Muss mal gucken, wie ich das wieder geändert kriege. Wir lassen es jetzt mal so, dass wir heute noch ein bisschen was gearbeitet bekommen.
Wir brauchen Big Betten. Na, dann können wir Schutz. Start, gut. Also. 1000. In. 830, ja cool. Zu viel. Also. So, jetzt brauchen wir irgendwie vielleicht noch einen Stapler oder so irgendwas. Stapler wäre mal nicht schlecht. Aber wenn wir irgendwie später was Größeres haben, dann können wir nicht ganz bis ranfahren. Leider, nö. Ist mir zu teuer. Teleskoplader. Ach, guck mal da. Stimmt, den habe ich ja auch noch. Von dir. 3500. Nur Reif oder Trelleborg? Ach, Trelleborg ist schöner. Ah, da kann man nichts ändern, okay. 93.000. Dann haben wir uns die Miete gespart. So, dazu brauchen wir natürlich noch die passende Gabel. Teleskoplader, die sind glaube ich hier drin. Teleskoplader, genau. Fettengabel. Brauchen wir. Ich schaue, dass wir jetzt hier in die Farbe einstellen können. Aber, nicht so schlimm. Ist er? Beschleder, da ist er doch. So, die Kabel so. In dem können wir auch cool die Rundballen stapeln bei unserem Hof später. So, dann habe ich schon einen Screenshot gemacht. Dann habe ich den nämlich auch schon. Richtig schön steuern, schön fahren. Zufrieden. So. Jetzt haben wir hier. Ja, das ist schon gespannt. Also, was die Heckhydraulik hier jetzt aushalten muss, das ist schon ganz schön gewischt. Ah, jetzt geht's. Das war eben mal die auf dem Boden, weil die den angezogen hat. Müssen wir gleich mal testen. Vielleicht geht's ja doch. Alter, was war hier, Mann? Das hat gekostet.
Ja, also brauchen wir dann auch nicht. Ne, ist ja bereit, mit der Sämaschine nochmal drüber zu fahren. Haben wir jetzt schön gespart. Aber ist besser so. Wobei, wenn der Grupper jetzt breiter gewesen wäre, dann hätte ich es zuerst mit Grupper gemacht, aber in jeder Hinsicht jetzt besser. So, mal gucken, was der MB-Truck macht. Der dürfte auch bald fertig sein. So. Das wird jetzt mal zur Arschlange dauern. Ja, jetzt fast fertig. Okay. So, dann ablassen. Das war jetzt falsch, damit zuerst ausklappen und dann ablassen. So, Saatgut. Was holen wir dann? Gerste, hm? So, die ist angeschalten. Da schnuddert der Johnny. Ja, das ist das, was ich eben gemeint habe. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Die hängt jetzt hier hinten voll drin. Ah, schade, ey. Könnte ein bisschen länger sein. Schade. Naja, komm. Wir machen es jetzt. Weil ich wollte heute eigentlich noch was arbeiten. Aber es funktioniert. Ja, so können wir fahren. Oh, die erste Gerste, die wir jetzt ansehen. Im neuen Jahr. Peter läuft auch schön. So, Freunde. Das war's dann für heute. Wir sind schon wieder lange drüber, ey. Schon 24 Minuten. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in den Tag. Trinkt auch ganz normal eure Tasse Kaffee. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn es so heißt. LS19, Kerbach. Im Seasons-Modus. Oh, Seasons-Mod. Ich will jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, ganz gemütlich, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und dann bleibt ihr auch bestens informiert. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann, alle hopp, tschüss.